Jo Freunde, ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Heutiges Video ist ein sehr spezielles. Wir haben ein Interview gemacht, ich und die liebe Jennifer. Die meisten von euch kennen sie schon, sie war sehr oft in den Kommentaren aktiv mit dem Namen Glitzy. Sie hat auch eine lange Leidensgeschichte mit dem Kiefer und die kann sie mir ganz kurz erzählen, was sie macht und wer sie ist. Also wie gesagt, ich kenne Samu halt von seinen YouTube-Videos. Darüber haben wir festgestellt, dass wir den gleichen Chirurgen haben, also auch in der gleichen Klinik operiert wurden. Und so kam es jetzt ein bisschen zustande. Ich habe mich halt auch, wie gesagt, bei seinen Videos aktiv beteiligt. Er hat auch sonntags immer Videos geschaltet. Und so haben wir einfach beschlossen, zusammen ein Interview sozusagen zu drehen. Weil mir halt besonders aufgefallen ist, als ich angefangen habe, mich mit meiner O, mit dieser ganzen Kiefersache auseinanderzusetzen, ist mir aufgefallen, dass es im deutschsprachigen Raum so gut wie kaum bis sehr, sehr wenige Leute gibt, die darüber irgendwie was teilen oder erzählen. Das sind vielleicht 3, 4 Leute, die man kennt. Und ja, manche Videos, finde ich, sind auch nicht ganz so informativ. Und wenn man es mit dem englischsprachigen Raum vergleicht, da gibt es eine unglaubliche Reichweite von Leuten, die wirklich sehr, sehr intime Sachen teilen. Davor, danach, währenddessen. Die Fragen werden da super beantwortet. Also ich habe mir über ein Jahr die ganzen amerikanischen Sachen angeguckt. Und so kam jetzt dazu, dass wir das zusammen gestartet haben. Und wir haben es jetzt ein bisschen wie so ein Interview gemacht. So die gängigsten Fragen, die man hat, so ungefähr. Weil wir kennen das ja, wie es einem geht vor der OP. Man hat da Angst, man hat unglaublich viele Fragen. Und ja, schaut es euch auf jeden Fall an. Ja. Wir sind auch offen für Feedback, wie ihr das fandet. Und auch gerne noch Fragen als Kommentar, dann können wir das für den Teil 2 auch noch ergänzen. Klar. Und falls ihr Lust habt, meine OP-Geschichte zu hören, also meine GNE-OP, nur mal ganz kurz dazu, war jetzt vor 4 Monaten. Ich hatte zeitgleich aber auch noch eine Unterkiefer-OP, also einen Distraktor. Ich hatte halt unten auch einen Schweinkiefer drin. Und meine Geschichte verlief ein bisschen anders als von Samu, nicht ganz so easy und positiv. Und ich habe auch noch eine Bimax von mir, die ist ungefähr in einem halben Jahr. Und falls ihr da zum Beispiel auch ein Video sehen wollt, bin ich auch offen, da auch ein Video zu drehen. Und genau. Genau, alles klar. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Hört es euch auf jeden Fall an und viel Spaß dabei. Erzähl doch mal was über dich. Wie alt bist du? Woher kommst du? Ich bin Samuel, bin jetzt 18 Jahre alt, bin in Berlin geboren, aufgewachsen und wohne immer noch in Berlin, seit ungefähr jetzt einem Jahr alleine und das ist alles über mich. Okay. Seit wann weißt du, dass du eine Kieferverstellung hast? Ungefähr seitdem ich vielleicht so 7, 8, wo ich denken konnte, habe ich verstanden, dass ich ein Kieferproblem habe. Und wie genau hat sich das bemerkbar gemacht oder woran hast du das jetzt? Ich habe schon als Kind, ich war jetzt noch im ganz jungen Alter, im Kindergarten oder so, eine Zahnspange tragen müssen, wo meine vordersten 4 Zähne, die waren nicht mehr drin. Ich musste Zahnersatz quasi tragen. Eine Zahnspange, wo die Zähne quasi rangemacht wurden, so Plastikzähne einfach. In dem Alter. Damit es normal aussieht. Mhm, okay. Ich bin ganz früh damit in Kontakt gekommen mit dem Kiefer. Was genau ist seitdem deine Problematik jetzt in den letzten Jahren gewesen? In den letzten Jahren, der Unterbiss war das Schlimmste. Also das Problem war der Unterbiss eigentlich. Dass ich nicht richtig kauen konnte, nicht richtig essen konnte, nicht richtig sprechen konnte. Es war mir unangenehm zu sprechen, weil es eben komisch aussah und genau. Hattest du da auch Schmerzen, also gesundheitlich oder eher so? Es war nur, dass ich eben nicht richtig essen konnte, war das Schlimmste. Ich konnte nicht richtig abbeißen. Wenn man nicht richtig abbeißen kann, hat sich alles eben komisch angefühlt. Okay. Und optisch hat es halt. Also mental war halt auch das Optische, was dich halt so ein bisschen in deinem Selbstbewusstsein eingeschränkt hat. Wenn man so sein Leben lang damit, ja, ist es schon schwierig, ja. Okay. Wie lange hast du dich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt, bis du sozusagen gesagt hast, du machst diese OP? Also ich glaube, dass ich habe angefangen mit, als ich 15 war, also ungefähr 2 Jahre vor der Operation, habe ich dann angefangen, wirklich aktiv mich damit auseinandersetzen. Vorher wurde mir gesagt, irgendwann kommt diese OP, aber ich habe mir darum nicht, weil sie meinten, erst wenn du erwachsen bist, erst wenn du 18 bist, vorher dürfen die das nicht machen und dann habe ich mich ungefähr mit 15, 16 vielleicht angefangen, damit auseinanderzusetzen. Wie genau ging das vonstatten, dass du sozusagen zu dieser OP gekommen bist? Wann, bei welchem Arzt warst du, dass irgendjemand dir gesagt hat, dass du halt diese OP machen musst? Also ich hatte das Glück, dass ich bei derselben Kieferorthopädin bin und war. Ich war, glaube ich, der erste Patient bei ihr. Wo du ganz klein warst. Genau, dann, genau. Ja. Mhm. Seitdem ich 6 bin und jetzt mit 18 immer noch da. Und die arbeitet nur mit meinem Chirurgen zusammen. Deswegen war der Kontakt da auch schon mit dem zusammen. Und ich hatte quasi keine Auswahl gehabt. Ich wurde direkt einfach weitergeschickt und dann war das so. Okay.
Wie alt warst du, als deine Kieferorthopädin festgestellt hat, dass es halt mit der Zahnspange allein nicht geht? Oder, Da war ich ungefähr 14, 15. Da ist 14, ich glaube 14, meinte sie schon, okay, wir kriegen es nicht mehr hin. Mhm. Zahnspange kommt raus, aber wir schaffen es nicht mehr. Die OP muss sein. Okay. Wie viele Ärzte hast du dir vorher angeguckt? Also wie viel Chirurgen hast du dir vorher angeguckt? Ich habe das Glück gehabt, dass meine Kieferorthopädin eben nur mit einem Chirurgen arbeitet und ich eben deswegen nur mit diesem einen Chirurgen in Kontakt getreten bin. Mhm. Vorher war ich noch bei der Charité in Berlin, bei dem Chirurgen. Mhm. Der hat einen guten Eindruck auf mich gemacht. Mhm. Nur hat eben meine Kieferorthopädin gesagt, sie möchte nur mit dem einen Chirurgen, bei dem ich jetzt war, zusammenarbeiten. Und deswegen bin ich bei dem auch geblieben. Okay. Was wurde denn in der ersten OP bei dir jetzt genau gemacht? Also was wurde sozusagen, was ja zwei OPs gab, und wir reden jetzt aber ja nur von der ersten. Ja. Was wurde genau in der ersten jetzt behoben? Welches Problem? Also die erste OP war zuerst mal am 31.10.2018 und es war eine GNE, eine Gaumennahterweiterung. Bei mir auch oben hier angebrochen. Also sozusagen, Leute, dein Kiefer war zu schmal und es musste halt erstmal verbreitert werden, weil einfach die Breite gefehlt hat. Der Oberkiefer musste auf den Unterkiefer raufpassen, von der Breite her. Wie lange hat der Antrag gedauert, auch für die Kostenübernahme von der Krankenkasse? Also ich glaube, es waren bei der ersten OP irgendwas im Bereich zwischen 5 bis 8 Wochen. Irgendwie irgendwas dazwischen war das, ich erinnere mich nicht mehr so. Also knapp 2 Monate irgendwie so. Muss man 2 Monaten würde ich rechnen, auf jeden Fall. Was für Kosten kamen auf dich zu nach der ersten OP? 550 Euro habe ich für die GNE bezahlt. Das war also die Apparatur musstest du halt selber zahlen? Genau, die Apparatur musst du selber zahlen. Weil? Und ich habe noch mehr bezahlt, weil er den Oberkiefer, die Nase nicht breiter machen wollte und hier oben deswegen angeschnitten hat, damit die Nase nicht breiter wird. Okay. Da habe ich ein bisschen mehr bezahlt. Okay. Und die GNE hast du halt selber tragen müssen, weil er mit bestimmten Materialien halt arbeitet, was von der Krankenkasse nicht übernommen wird. Wie lange warst du im Krankenhaus? 4 Tage. Bei der GNE. 4 Tage. Wie war der Aufenthalt dort für dich? Wie war es, als du aus der Narkose aufgewacht bist? Wie ging es dir danach? Also es ging mir, man ist danach sehr verwirrt erstmal und sehr benommen. Man ist noch nicht richtig vor Ort, man ist zwar wach, man hat keine Schmerzen, das ist alles betäubt. Man liegt meistens im Bett und macht die Augen zu und schaut aus dem Fenster vielleicht. Und hattest du Schmerzen? Nein, gar nicht. Ich habe da Glück gehabt. Also Schmerzen habe ich im Krankenhaus auch. Abgesehen von dem Zugang war da nichts Schlimmes. Wie lange musstest du, oder wie war die Ernährung, die du, in Anführungsstrichen Ernährung, die du im Krankenhaus auch erhalten hast? Also bei mir war das jetzt rückblickend sehr komisch, weil ich hatte bei der ersten Operation im Krankenhaus 4 Tage lang nur Suppe, morgens, mittags, abends. Und diese Suppe ist nur Fett und Salz und Wasser. Das sind drei Variationen, die reinkommen. Fett, Salz und Wasser. Das rühren die an. Und das habe ich halt morgens, mittags, abends bekommen. Und irgendwann schmeckt die auch nicht mehr. Nach dem 8. Mal trinken. Habe ich auch extrem, also gar nicht mehr so viel getrunken, weil ich konnte nicht mehr. Habe auch wirklich in einem Krankenhaus selber extrem wenig zu mir genommen. Außer diese Suppe fast gar nichts, weil ich auch nicht zu mir nehmen konnte bei der GNE. Wie ist es mit deinem Kreislauf gewesen, die Tage, als du im Krankenhaus warst? Hattest du da irgendwie Probleme oder? Also im Krankenhaus war generell die nächsten Tage nach der OP ist man immer ein bisschen Kreislaufprobleme. Mhm. Aber es ging relativ schnell. Ich glaube, am Tag danach direkt aufs Klo gehen alleine. Also es ging die normalen Sachen kurz aufstehen, kurz was machen, hinsetzen, hinlegen, wieder geht alles eigentlich. Hast du starke Blutung oder irgendwie sowas gehabt? Oder? Ich glaube nicht in Erinnerung. Okay. Wie lange musstest du dich flüssig ernähren nach der GNE-OP? Also rein flüssig, ich glaube, habe ich mich irgendwas zwischen 3 Wochen nach der OP ernährt. Ja, aber was Schmerzen angeht, kann ich da von keinen großen Schmerzen erzählen, außer eben diese GNE rausnehmen, aber dazu kommen wir später wahrscheinlich noch. Aber wie war das zum Beispiel auch mit dem Aufschrauben? Also du musstest es ja auch täglich aufschrauben. Ja. Hattest du da keine... Ich hatte da zum Glück keine... Es war unangenehm, aber ich hatte keine Schmerzen beim Aufdrehen. Echt? Okay. Ja. Mhm. Und wie musstest du schlafen nach der GNE? Ich habe, glaube ich, ganz normal geschlafen. Ganz normal, mit einer kleinen Erhöhung, aber nichts Besonderes. Wann hast du angefangen, deinen Gaumen aufzuschrauben, beziehungsweise dass halt die Lücke entsteht? Wann begann das? Ja, also ich erinnere mich daran, dass ich aus dem Krankenhaus rauskam und in der nächsten Woche ein Gespräch bei meinem Chirurgen hatte und der hat mir dann dieses
Teil zum Drehen gegeben und ab dem Moment habe ich eben jeden Tag, ich glaube, morgens und abends, ich glaube, zweimal am Tag gedreht, um die Lücke zu... Wie lange musstest du drehen? Drei Wochen, glaube ich. Weißt du, wie groß deine Lücke war? 1 Zentimeter. Okay. Wie oft musstest du dann auch, als die Lücke fertig war, sozusagen, du nicht mehr drehen musstest, wie oft musstest du dann in welchen Abständen zum Kieferorthopäden gehen? Gar nicht so oft. Es waren so ungefähr Monatsabstände. Erstmal kam dann irgendwann, hat der Kieferorthopäde gesagt, okay, drehen reicht jetzt, nicht mehr drehen. Dann war erstmal lange Zeit gar nichts. Und dann war ein Monat später, irgendwann kam die Zahnspange ja oben erst rein. Es waren nicht aktiver, so einmal im Monat ungefähr, so alle 4 Wochen. Wie lange hattest du insgesamt eine Lücke oben? Immer noch. Wie war insgesamt, wir reden jetzt immer noch von der ersten OP, das alles für dich mental? Wie war es psychisch für dich, dieses ganze Unterfangen, die OP, danach? Also es war vor der Operation beide Male vorher immer schwieriger als nach der OP für mich. Wenn man sich vorher darauf einstellen muss, dass es eben, weil man sich schon weiß, was passiert bei der Operation, man weiß, wie es einem danach geht, das vorher mental damit klarzukommen, war für mich persönlich schwieriger. Währenddessen ist es natürlich schwierig, dadurch, dass es mir so früh so gut ging, dass ich mich bewegen konnte, ging es mir nach der Operation meistens besser als vor der Operation, mental. Mit den Schwellungen, wie lange hattest du damit zu tun? Also wie lange warst du, wann war dieser High-Peak von der Schwelle und ab wann hast du gemerkt, ging die Schwellung wieder zurück von der ersten OP? So wie bei der zweiten auch. Ich glaube, Schwellung war High-Peak, ich glaube, 7 Tage nach OP. Also da ging es immer so gleich oder bergauf und dann ging es jeden Tag ein bisschen runter. Okay. Wie lange hattest du denn sozusagen, wo du sagen kannst, die Schwellungen sind jetzt weg nach der GE? Noch gar nicht. Also die waren ich habe ja quasi direkt in der anderen OP gehabt, wo Schwellungen noch vorhanden war von der ersten. Also hatte sozusagen, war es noch nie wirklich schwellfrei. Schwellfrei, genau, okay. Ja. Wann wurde die GNE denn rausgenommen? Nach wie viel? 3 Monate nach OP wurde die GNE, glaube ich, rausgenommen. Was wurde genau gemacht und wie war das für dich? Also wie wurde die rausgenommen? Ah, die GNE wurde rausgenommen, dass erstmal betäubt wurde, örtlich, mit Spritzen. Wie auf viele Spritzen hast du reingekommen? Ich glaube 5 Spritzen. Mhm. Auf allen Seiten wurde gespritzt eben. Mhm. Und dann hatte der Doktor eben, der Chirurg, da eben die mit dem, ist glaube ich ein ganz normaler Schraubverschluss. Also ich glaube so ein ganz normaler Schraubenzieher nimmt man da einfach und dreht die halt einfach ganz normal raus. Mhm. Okay. Hast du irgendwas gemerkt? Und also bei mir habe ich ganz hinten links, war zu wenig Betäubung drin, da habe ich gemerkt, wie die Schraube eben rauskommt. Habe ich auch laut aufgeschrien, während der es macht. Er meinte gleich fertig und weitergemacht und dann war vorbei. Aber ansonsten habe ich da keine Schmerzen. Wann wurde die zweite OP angesetzt? Das war alles sehr kurzfristig. Ich habe erst den Termin bekommen, 2 Wochen vor der Operation. Dann wusste ich erst, wann die Operation genau ist. Weißt du warum? Ich habe angerufen einen Monat vorher und die konnten mir nichts sagen. Und erst 2 Wochen vorher, nachdem ich 20 Mal angerufen habe, haben die mir gesagt, okay, heute ist der Termin. Dann ist der Termin. Okay. Wie heißt einfach zum Abschluss, dass die Leute wissen, dass wir noch einen zweiten Teil machen für die zweite OP? Wie genau heißt das, was bei dir dann für die nächste OP anstand? Also meine jetzige OP heißt Bimax-OP und ist eine Oberkiefer- und Unterkiefer-Verlagerung-Operation. Okay. Okay, also das war unser Interview mit Samu. Genau. Wir machen an der Stelle einen Break, weil wir warten jetzt erstmal ab, wie ihr das fandet. Ihr könnt uns gerne das Feedback unten bei den Kommentaren reinschreiben. Und gegebenenfalls, falls ihr noch irgendwie Fragen habt, die wir beantworten sollen, wollen, können. Und dann werden wir auf jeden Fall uns nochmal zusammensetzen und das Gleiche nochmal für die zweite OP machen, von der Bimax, die er jetzt schon hatte. Und genau. Super, Freunde. Ich habe auch währenddessen ein bisschen dokumentiert, wie so mein Tag war, die letzten Tage. Ihr bekommt nächste Woche Donnerstag ein 2-Wochen-Update. Und bis dahin müsst ihr noch warten. Ansonsten kommt dann im Laufe der nächsten 2 Wochen das nächste Kiefer-Interview mit Jenny und mir.